Hallo, ich will euch heute zeigen, wie man eine Orchidee richtig bewässert. Hierbei handelt es sich um eine Jungpflanze, die vor wenigen Wochen eingepflanzt wurde und seitdem schon ein neues Blatt bekommen hat. Also, dafür braucht man eine kleine Schüssel mit Wasser, im besten Fall Regenwasser, aber Leitungswasser tut es hier auch. Und man füllt die Schüssel ungefähr bis zur Hälfte. Das hier ist der Übertopf der Orchidee. Und hier unten haben wir eine kleine Muschel reingelegt, damit die Orchidee später nicht im Wasser steht, sondern immer trockene Füße behält. Denn man sagt, eine Orchidee muss immer schön feucht sein, aber auch nicht zu feucht. So, jetzt setzen wir die Orchidee einmal ins Wasser, und zwar so tief, dass sich das ganze Granulat einmal vollsaugt. Das grobe Wasser lässt man jetzt abtropfen. Und stellt die Orchidee jetzt wieder in ihren Übertopf. Das macht man einmal pro Woche und so kann die Orchidee schön weiter wachsen. Hier kann man eine Orchidee sehen, die wir schon seit über 2 Jahren auf diese Art und Weise bewässern. Und wie man sieht, hat sie sich prächtig entwickelt.